Willkommen zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir sind in der Reihe Heiße Eisen. Und allmählich wird es ja draußen auch wieder wärmer. Ich hoffe, dass es dann nicht so heiß wird für euch heute. Aber es ist wichtig, ab und zu mal auch heiße Eisen anzusprechen. Das heißt, das sind Themen, über die man normalerweise nicht mehr spricht, weil sie zu heiß sind. Und man sich nicht die Finger verbrennen möchte an diesen Themen. Und sie müssen trotzdem angesprochen werden. Wir haben heute das Thema Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung. Und zwar, was sagt die Bibel dazu? Und es ist wichtig, weil es unser Leben angeht und auch unsere Gemeinden angeht und auch wie wir als Gemeinden dazu stehen und damit umgehen. Ich lade euch ein, dass wir zu Anfang zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass uns Richtschnur ist, dass du in deinem Wort uns zeigst, was gut für uns ist, wie wir uns verhalten können. Hab Dank, dass wir daran wissen dürfen, dass du uns liebst, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast, dass du unser Glück möchtest, dass du unser Bestes möchtest. Herr, dass wir ein glückliches und gutes Leben führen können. Hab Dank, dass wir auch wissen dürfen, dass du die Ehe gestiftet hast und dass du damit uns Menschen ein großes Geschenk gemacht hast. Bitte dich, wenn wir heute darüber sprechen, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du unsere Gedanken lenkst, unsere Herzen lenkst und dass wir das, was wir aus deinem Wort erkennen, auch in unserem Leben umsetzen können. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben eigentlich drei Themen heute, nämlich das Thema Ehe, das Thema Scheidung und das Thema Wiederverheiratung. Ich bin mir bewusst, dass das erste Thema wir nicht ausschöpfend behandeln können heute. Denn wenn wir alles sagen wollten, was dazugehört, dann könnten wir eine ganze Seminarreihe machen und wir würden nächsten Sabbat noch hier sitzen. Und weil es sehr viel dazu zu sagen gibt, es gibt auch gute Eheseminare und auch biblisch begründet. Zum Thema Scheidung kann man eine ganze Menge sagen und da versuchen wir auch gerade die Themen Scheidung, Wiederverheiratung möglichst biblisch, ausführlich und auch fundiert zu behandeln. Fangen wir mit dem ersten Thema an, das Thema Ehe. Und zwar, die Ehe ist von Gott im Paradies gestiftet. Wir haben einige Dinge, die wir aus dem Paradies noch haben, die schon vor dem Sündenfall da waren. Zum Beispiel der Sabbat auch. Der Sabbat und die Ehe sind beide aus dem Paradies noch in unsere sündige Welt herübergerettet. Und beides ist ein großer Segen für uns Menschen. Die Ehe und der Sabbat. In 1. Mose 2, Vers 7 und Vers 18 lesen wir mal. 1. Mose 2, Vers 7 und Vers 18. Vers 7, da machte Gott, der Herr, den Mann. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und da steht bei mir wörtlich drunter, ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber, die zu ihm passt. Und zwar, Gott hatte den Menschen geschaffen und so wie wir das hier aus dem Schöpfungsbericht sehen, hat er zuerst den Adam geschaffen. Und dann hatte der Adam die Aufgabe, den Tieren Namen zu geben. Und als er so die Tiere gesehen hat, hat er festgestellt, die sind alle zu zweit. Ein Männchen und ein Weibchen. Und dann hat er niemanden gefunden, der zu ihm passt. Das finden wir in den Versen danach, Verse 19 bis 21. Und dann hat Gott eben gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, er möchte auch zum Menschen eine Person, eine Frau schaffen, die zu ihm passt, die sein Gegenüber ist. Ja, und in den Versen 21 bis 24 lesen wir jetzt, wie Gott das gemacht hat. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm.
Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Ja, das heißt, Gott hat Eva geschaffen und die passten zusammen. Und Gott war der erste Standesbeamte. Er hat hier die Hochzeit mit ihnen gefeiert. Nun, ich muss zugeben, Adam hat keine große Auswahl gehabt, welche Frau er jetzt aussuchen wollte. Er musste die nehmen, die da war. Heute haben wir ein bisschen mehr Auswahl, das hat auch seine Vorteile. Aber auf der anderen Seite hat Gott schon genau gewusst, welchen Geschmack der Adam hatte, was ihm gefiel und was ihm nicht gefiel. Und von daher hat Gott, denke ich, die Eva so geschaffen, wie sie dem Geschmack Adams auch entsprochen hat. Also er hat sich auf jeden Fall nicht beschwert. Es war halt alles sehr gut. Bei der Schöpfung war alles gut. Es gab nichts, was irgendwo einen Makel hatte. Auch Eva hatte keine große Wahl gehabt, keine Auswahl gehabt. Aber ich denke, dass Gott sie füreinander geschaffen hat. Und interessant ist ja auch, dass sie am Anfang ja auch erstmal sich selbst kennenlernen mussten. Adam und Eva sind die einzigen Menschen, die ihre Identität nicht aus ihrer Kindheit bekommen. Wir alle haben unsere Identität aus unserer Herkunft. Wer unsere Eltern sind, unsere Kindheit, wie wir aufgewachsen sind, unsere Jugendzeit, was wir gelernt haben, unsere Erfahrungen, das sind alles Dinge, die uns ausmachen. Und als Adam auf einmal da war, was hat ihn ausgemacht? Und er musste seine Identität von Gott bekommen. Gott musste ihm sagen, wer er ist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber es hat irgendwie funktioniert. Das heißt, Adam und Eva mussten erstmal sich selbst kennenlernen, wer bin ich, den anderen kennenlernen, den Ehepartner kennenlernen und natürlich die Welt kennenlernen, die ganze Natur. Und es war ein Lernprozess und es muss aufregend gewesen sein, schön gewesen sein. Ich glaube, diese erste Ehe war die beste Ehe, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Warum? Weil es keine Sünde gab. Und die Sünde ist ja das, was das Zusammenleben so schwer macht. Die Sünde, nämlich der Egoismus und das, was da alles herauskommt, das Leid und die ganze Not daraus. Wie lange Adam und Eva so sündlos zusammengelebt haben, wissen wir nicht. Aber ich denke, es war nicht allzu lang, denn sie hatten ja auch den Auftrag, seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde. Das heißt, dass sie eigentlich den Auftrag hatten, auch Kinder zu bekommen. Das war nicht erst nach dem Sündenfall, sondern das war vorher schon. Und wenn das jetzt mal 20 Jahre gedauert hätte, bis zum Sündenfall, dann hätten sie sicherlich schon Kinder bekommen in der Zwischenzeit. Aber wir wissen, dass die ersten Kinder erst nach dem Sündenfall, Kain und Abel und Seth und so weiter, dann geboren wurden. Ja, das heißt, die Ehe ist von Gott im Paradies gestiftet und die Eva wurde aus der Seite des Mannes geschaffen. Warum aus der Seite? Gott wollte damit zeigen, dass sie gleichwertig, aber nicht gleichartig ist. Sie steht nicht über dem Mann. Gott hat sie nicht aus dem Kopf des Mannes geschaffen, auch nicht unter dem Mann, nicht aus dem Fuß des Mannes geschaffen, aus der Seite. Das heißt, sie hatten den gleichen Wert, aber sie waren nicht gleichartig. Das heißt, natürlich waren sie von vielen Dingen gleich. Ja, beide haben zwei Augen gehabt, beide haben eine Nase gehabt, beide haben einen Mund gehabt, beide haben zwei Füße gehabt. Viele Dinge waren gleich bei ihnen. Aber es gab auch einige Unterschiede, sowohl körperliche Unterschiede als auch von ihrem Art, wie sie denken, wie sie reden, wie sie manches empfinden und manches sehen. Mann und Frau sind verschieden. Und ich denke, dieses Prinzip gilt heute immer noch. Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und in 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das bedeutet, nicht Adam ist zum Bilde Gottes geschaffen. Nicht Eva ist zum Bilde Gottes geschaffen. Sondern Adam und Eva zusammen
sind zum Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, die Ehe ist damit ein Ausdruck des Bildes Gottes. Genau, 1. Mose 1, Vers 27 haben wir gerade dazu gelesen. Wann beginnt eine Ehe? Wenn die Ehe im Paradies geschaffen worden ist, dann weiß Gott auch genau, was eine Ehe ausmacht, wie sie gefüllt werden sollte, wie sie definiert ist und auch wann sie beginnt. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 24. Dort steht: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Hier haben wir drei Dinge. Ich habe das schon mal in der Präsentation schon mal ein bisschen abgesetzt, um das deutlicher zu machen. Das heißt, zuerst, ein Mann wird seine Vater und Mutter verlassen, dann an seiner Frau hängen und dann, sie werden ein Fleisch sein. Ich frage mich, wie das bei Adam und Eva funktioniert hat. Haben Adam und Eva Vater und Mutter verlassen? Nein, wir hatten keine Vater und Mutter. Deswegen ist dieser Satz, der hier steht, ist interessant, dass Gott das sagt, zu Adam und Eva. Dieser Satz ist also nicht ein Auftrag oder eine Beschreibung von Adam und Evas Ehe, sondern es ist eine allgemeine Definition von Ehe für alle Menschen, die danach kommen, für uns. Also, wie funktioniert es, dass man Vater und Mutter verlässt? Man ist als Kind, als Jugendlicher, ist man Teil der Familie seiner Eltern. Das ist eine Zelle und dort gehört man dazu, zu der Familie. Und wenn man jetzt heiratet, dann heißt das, dass man aus dieser Zelle heraustritt und eine neue Zelle gründet. Und dafür muss man Vater und Mutter verlassen. Übrigens, ich empfehle jungen Leuten, die heiraten, dass sie das auch räumlich tun. Es ist meistens nicht gut, wenn junge Leute, die heiraten, im gleichen Haus wie die Eltern wohnen. Es kann Ausnahmefälle geben, wo es mal gut geht, aber es gibt auch viele Fälle, wo es nicht, also die Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen das nicht gut ist. Warum nicht? Weil man lebenslang Kind seiner Eltern bleibt. Meine Mutter wird jetzt bald 92 und wenn ich sie besuche, dann bin ich immer noch ihr Sohn. Natürlich bin ich immer noch ihr Sohn. Und es fällt manchen Eltern schwer, ihre Kinder loszulassen. Und wenn denn es ein Eheproblem gibt bei den jungen Leuten, dann kann es passieren, dass halt derjenige, dessen Eltern man im Haus wohnt, dass man dann halt auf einmal zu den Eltern geht und sich da dann beklagt und dass man mit den Eltern gemeinsam gegen seinen Ehepartner jetzt Partei ergreift. Und das ist tödlich für eine Ehe. Es ist immer wichtig, wenn man auch manchmal Probleme mit den Eltern hat, und es gibt immer mal Reibungspunkte mit den Eltern, dass man als Ehepaar sich erst bespricht, wie man gemeinsam gegenüber den Eltern rechts und links auftritt. Denn es kann sein, dass die Eltern irgendwas sagen, wo der eine Ehepartner sagt, das ist richtig, der andere sagt, das ist nicht richtig. Und wenn jetzt diese unterschiedliche Meinung über das, was die Eltern sagen oder meinen, wenn man das jetzt vor den Eltern austrägt, dann können die Eltern ganz schnell die Ehe auseinanderbringen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich erstmal untereinander einigt und sagt, so wollen wir dazu stehen. Und das kann sein, dass man dazu für Zeit braucht. Das braucht Zeit, sich dazu einigen. Und dann tritt man mit dieser Lösung, die man gefunden hat in seiner Ehe, gegenüber den Eltern auf. Auch wenn man vielleicht selbst mal über den Schatten springen muss. Ja. Und es passiert ganz schnell, dass die Eltern sich einmischen. Und wenn die Kinder da sind, dann weiß meistens die Oma besser, was man machen sollte. Und sagt, ja, die Schwiegertochter, ja, macht das und das alles falsch. Ja, und hier viel zu nachsichtig mit den Kindern oder was auch immer. Ja. Es ist gut, wenn man auch ein bisschen Abstand hat. Vater und Mutter verlassen heißt, dass man auszieht.
Das Zweite, seiner Frau anhangen. Das sind die drei Schritte zur Ehe. Genau, loslösen vom Elternhaus. Und diese Loslösung ist sowohl, was ich gerade sagte, räumlich als auch innerlich loslösen. Natürlich bleiben die Eltern lebenslang Eltern und das fünfte Gebot sagt auch, wir sollen die Eltern ehren, auch wenn man selbst erwachsen ist. Aber die Loslösung heißt, dass man eine eigene Meinung hat, eine eigene Persönlichkeit hat, dass man eine eigene Zelle gründet. Und das Verbinden, an seine Frau anhangen, ist immer in jeder Situation, in jeder Zeit der Bibel ein öffentlich-rechtlicher Akt gewesen. Ein Bund, den man geschlossen hat. Es war immer deutlich in der Gesellschaft, von Adam angefangen bis zum Johannes, die ganze biblische Geschichte hindurch, es war immer deutlich, hier ist jemand, der ist verheiratet und hier ist jemand, der ist nicht verheiratet. Es war immer in der Gesellschaft deutlich, welchen Stand man hat. Das hat man heute, heute ist auch immer noch so. Ja, heute ist es so, in unserer Gesellschaft, in Deutschland auf jeden Fall, dass jemand, der auf dem Standesamt eine Ehe geschlossen hat, als verheiratet gilt. Ob man das in der kirchliche Hochzeit auch macht oder nicht macht, spielt in der Gesellschaft erstmal keine Rolle. Auch wenn jemand nur auf dem Standesamt heiratet und nicht kirchlich, ist er trotzdem verheiratet. Denn es gibt Millionen von Deutschen, die sind nur auf dem Standesamt verheiratet und nicht kirchlich und trotzdem sind sie verheiratet. Und es ist in Deutschland übrigens auch nicht erlaubt, kirchlich zu heiraten, ohne auf dem Standesamt vorher gewesen zu sein. Wenn es ein Pastor macht, dann kann er angezeigt werden und wird bestraft. Das darf er nicht. Das ist verboten. Das heißt also, das Entscheidende ist auch das Standesamt. Und alles andere, ob das eheähnliche Verträge sind, notariell beglaubigte eheähnliche Verträge, ist keine Ehe. Jemand, der einen notariell beglaubigten eheähnlichen Vertrag geschlossen hat, ist nicht verheiratet, auch nicht vor Gott. Es ist immer ganz deutlich, es ist ein öffentlich-rechtlicher Akt, es ist ein Bund, den man schließt. Deswegen, in Amerika ist es anders. In Amerika ist es so, dass der Pastor, der in der Kirche eine Ehe schließt, auch gleichzeitig vom Staat beauftragt ist, als Standesbeamter die Ehe zu schließen. Das heißt, dort kann man auch nur die kirchliche Ehe durchführen, kirchliche Hochzeit durchführen. Und das gilt vom Staat. Das ist in Deutschland nicht so. Deswegen muss man sich nach den deutschen Gesetzen richten. Und das war damals in der Bibel zu verschiedenen Zeiten auch verschieden. Zum Beispiel in der Zeit der Patriarchen war es so, da hat der Vater, der war der Standesbeamte, der Patriarch, ja, der hat dann eine Hochzeit organisiert und der hat dann die Eheschließung vorgenommen. Und es war deutlich, zum Beispiel als der Isaak geheiratet hat, die Rebekka, vorher haben sie sich kennengelernt und es war deutlich, jetzt haben sie eine Hochzeit gefeiert und ab dem Moment waren sie verheiratet und vorher nicht. Also die Definition, die manche sagen, ja, wenn zwei miteinander schlafen, sind sie verheiratet, finden wir in der Bibel nirgendwo. Steht nicht in der Bibel. Dass wenn zwei miteinander geschlafen haben, dass sie verheiratet sind. Also, das mögen viele so gerne so haben, weil sie denn auch ohne Standesamt verheiratet sein wollen oder wenn sie miteinander geschlafen haben und das vielleicht als ihr Gewissen ihnen schlägt, dass sie dann sagen, naja, dann sind wir halt jetzt verheiratet. Nein, ist man nicht. Ja. Deswegen haben wir auch ganz klare Beispiele im Alten Testament, dass wenn zwei miteinander schlafen, die nicht verheiratet sind, dass sie dann bestimmte Dinge tun sollen, dass sie mit heiraten sollen und so weiter und der Mann seine Frau nicht mehr verlassen, nicht mehr wegschicken darf und so gibt es gewisse Regularien dann. Aber es war ganz klar, dass das miteinander schlafen nicht der Beginn der Ehe ist, sondern es ist ein öffentlich-rechtlicher Akt, wo man in der Gesellschaft als verheiratet gilt. Und auch denn zur Zeit des Volkes Israel war es so, dass dann auch sozusagen ein Standesbeamter da war. Natürlich hieß der nicht Standesbeamter, der hieß dann anders. Das war dann irgendwo ein Richter oder ein Beamter des Staates, der Stadt, der dann die Hochzeit vorgenommen hat. Und die Hochzeiten gab es immer. Auch Jesus war auf eine Hochzeit. Hochzeit zu Kana. Und damit hat er gezeigt, dass er die Hochzeit an sich als richtig biblisch göttlich anerkennt. Er hätte es gut geheißen damit, eine Hochzeit zu feiern. Ja. Das ist das Verbinden. Und dann ist das Dritte, das Vereinen. Es steht, sie werden ein Fleisch sein. Und dieses Vereinen meint körperlich,
seelisch und geistig eins werden. Natürlich ist hiermit auch die Sexualität gemeint, der Geschlechtsakt, dass das auch körperliche Vereinigung bedeutet. Genau. Das ist nicht nur auf den Geschlechtsakt bezogen, nicht alleine darauf bezogen, sondern auch auf die anderen Dinge. Und das andere, seelisch und geistig vereinen, ist natürlich etwas, was dann auch zusammen wächst. Man könnte mit Willy Brandt sagen, es muss zusammen wachsen, was zusammen gehört. Das ist ein Wachstumsprozess, der übrigens ein Leben lang andauert. Und wichtig ist, dass diese Reihenfolge da ist. Nach diesem Bibeltext ist es ganz deutlich, dass das Verlassen zuerst da ist, dass zweitens das Verbinden da ist, der öffentlich-rechtliche Akt, man heiratet, und dann kommt erst der Geschlechtsakt. Das heißt, es ist nach der Bibel Sünde, wenn zwei miteinander schlafen, die nicht verheiratet sind. Es ist kein Ehebruch, weil die beiden ja nicht verheiratet sind, aber es ist Sünde. Die Bibel nennt das Porneia, Unzucht. Gucken wir es gleich noch ein bisschen genauer an, kommen wir gleich noch Bibeltexte dazu. Ja. Aber deswegen ist hier schon mal wichtig, die Ehe beginnt mit dem öffentlichen rechtlichen Akt und danach kommt erst der Sex, ja, der Geschlechtsakt. Malachi 2, Vers 14, da steht was über die Eheschließung. Lesen wir das mal. Malachi Kapitel 2, Vers 14. Und dort heißt es, Malachi 2, Vers 14, ihr aber sprecht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Aha, hier ist was Interessantes. Was steht hier über die Eheschließung? Hier steht, die Eheschließung ist ein Bund, den man schließt. Also es ist nicht nur, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir mal zusammenleben hier, ob das immer gut geht, sondern es ist ein Bund. Ein Bund heißt, genauso wie ich bei der Taufe mit Gott einen Bund schließe, oder wie damals ein Bund oder heute noch ein Bund zwischen Völkern geschlossen wird, der verbindlich ist, so ist auch die Eheschließung ein Bund, den man schließt. Und zwar ein Bund Gott gegenüber und dem Ehepartner gegenüber. Das Ehegelübnis gilt gegenüber Gott und gegenüber dem Ehepartner. Ja? Das heißt, wenn man diesem Bund untreu wird, das ist eine Sünde gegen Gott und eine Sünde gegen den Ehepartner. Beides. Ja, und es ist eine lebenslange Verbindung. Also so etwas wie einen Lebensabschnittspartner kennt die Bibel nicht. Wenn man einen Partner wählt, dann gilt das fürs ganze Leben. Deswegen sollte man sich auch gut überlegen, bevor man heiratet. Weil diese Entscheidung, wenn ich Berufsentscheidungen oder andere Entscheidungen treffe, Wohnortentscheidungen, das kann ich jederzeit auch wieder korrigieren. Ich kann meinen Beruf wechseln, ich kann meinen Wohnort wechseln. Aber einen Ehepartner wechseln, das geht nicht. Es gibt Ausnahmen, sprechen wir gleich drüber, Scheidung und Wiederverheiratung, aber prinzipiell geht es nicht. Es ist eine lebenslange Wahl, lebenslange Verbindung. Warum hat Gott das so eingerichtet? Weil er wusste, eine Ehe ist etwas, was wichtig ist, was die Zelle der Gesellschaft ist, die Zelle der Gemeinde und der Gesellschaft. Und er hat der Ehe einen unglaublich hohen Schutzzaun umgeben. Das heißt, dass die Ehe geschützt ist, weil Gott will, dass wir glücklich werden, dass wir damit richtig umgehen. Übrigens, was man hier noch sagen kann und sagen muss, die Ehe ist nicht etwas, was wir brauchen, um glücklich zu werden. Wer heiratet mit dem Gedanken, ich muss heiraten, um glücklich zu werden, der sollte lieber nicht heiraten. Weil man kann dem Ehepartner nur gegenüber, sag mal, die Liebe ausdrücken oder auch ihn glücklich machen,
wenn man nicht den Eindruck hat oder die Einstellung hat, durch die Ehe werde ich erst glücklich, sondern wenn beide in sich selbst Menschen sind, die in sich selbst ruhen, die in sich selbst Frieden haben, die glückliches Leben haben, dann können sie auch in einer Partnerschaft den anderen Glück und Frieden und Erfüllung weitergeben. Deswegen ist es auch möglich, dass auch ein Mensch ohne Ehe ein glückliches, gutes, erfülltes Leben haben kann. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ehe kann ein Himmel auf Erden sein, eine Ehe kann aber auch eine Hölle auf Erden sein. Und manche Ehen sind weder noch, die sind irgendwas dazwischen. Irgendwie so ein Dahinträufeln im Alltag, was auch nicht so ideal ist. Und wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass die Mehrheit der Ehen nicht dem Ideal Gottes entsprechen. Und ich sage, lieber alleine sein, als eine Hölle auf Erden zu erleben. Okay, zurück zur Eheschließung. Sie ist eine lebenslange Verbindung. Das heißt, wenn man die Ehe eingeht, und das Problem ist, dass meistens junge Leute heiraten. Und manche junge Leute machen sich überhaupt nicht bewusst, dass sie noch 70 Jahre vor sich haben. 60, 70 Jahre, wenn sie heiraten. Und was das für eine Bedeutung hat, für eine Verantwortung. Ja. Und dass man auch eine Verantwortung für seinen Partner hat. Das ist schon wichtig. Manche sagen, ja, ich habe schöne Gefühle, also heiraten wir mal. Und so eine Grundlage ist für eine lebenslange Verbindung doch sehr, sehr schwierig. Ich habe letztens das Thema gehalten, letzte Woche, auf dem Sechselberg, über die Frage, wie kann ich einen richtigen Ehepartner finden? Das ist auch ein wichtiges Thema, aber es ist nicht unser Thema heute. Eheschließung ist aber wichtig und auch den richtigen Partner zu wählen. Und das habe ich auch letzte Woche sehr deutlich betont, die Bibel sagt, wir sollten nur einen gläubigen Partner wählen. Es reicht nicht zu sagen, Hauptsache er ist Adventist und dann passt das schon. Nein, es reicht nicht. Man sollte einen Partner wählen, der auch wirklich bekehrt ist, der Jesus liebt und der auch mit Jesus lebt. Natürlich, wenn jetzt zwei Ungläubige, ein Ehepaar und beide sind ungläubig und einer von den beiden bekehrt sich, das ist eine andere Geschichte, dann sollte natürlich der, der jetzt sich bekehrt, nicht sagen, weil du jetzt nicht gläubig bist, schicke dich in die Wüste. Nein. Aber wenn man wählt, sollte man, und man ist gläubig, dann sollte man einen gläubigen Partner wählen. Warum? Gott sagt ganz deutlich zum Volk Israel, wenn ihr heidnische Frauen euch zu Frauen nehmt oder eure Frauen heidnischen Männern gibt, dann werdet ihr dadurch von Gott abfallen. Und das zeigt auch die Erfahrung, dass in den meisten Fällen der gläubige Partner eher von Gott weggezogen wird, als der ungläubige Partner zu Gott hingezogen wird. Ja. Und interessant ist auch, wenn ich in der Seelsorge, habe ich schon mit sehr, sehr vielen Ehepartnern gesprochen, die einen ungläubigen Partner haben. Und ich habe sie gefragt, wie sieht das aus, eure Ehe, und würdest du es heute nochmal genauso machen? Die Mehrheit hat mir gesagt, wir führen eine gute Ehe, ich liebe meinen Partner, aber wenn ich nochmal entscheiden würde, ich würde es nicht nochmal machen. Warum? Und meistens war die Antwort, bei fast allen war die Antwort, das Wichtigste in meinem Leben, das wichtigste Ziel in meinem Leben, der Glaube, kann ich nicht mit meinem Partner teilen. Da fehlt also, wenn man eins werden will und das Wichtigste meines Lebens, der Glaube, kann ich nicht mit dem Partner teilen und er versteht das nicht. Auch wenn er tolerant ist und sagt, du darfst deinen Glauben ruhig ausleben, natürlich. Aber trotzdem kann ich das nicht mit ihm teilen. Dann fehlt etwas in der Beziehung. Und das bedauern sie. Und sie sagen, es ist schwer. Und das Zweite, was sie meistens sagen, ist, ich liebe Jesus und Jesus steht bei mir auf dem ersten Platz, aber ich muss oft Kompromisse machen, weil ich meinen Partner auch liebe.
Und ich muss ja auch mit ihm irgendwo ihm meine Liebe zeigen und mit ihm Zeit verbringen und mit ihm und auch etwas tun, was er gerne möchte. Und das sind nicht immer Dinge, die nur gut sind. Und da steht man in der Gefahr, auch falsche Kompromisse zu machen, aber selbst bei guten Kompromissen muss man immer wieder Kompromisse machen, die einen herausfordern. Und wenn man einen gläubigen Partner hat, dann, und man geht den gemeinsamen Weg, dann ist das leichter. Natürlich muss man auch da schauen, manchmal Kompromisse zu finden, aber die sind meistens innerhalb des Glaubens dann. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber deswegen ist das wirklich eine wichtige Sache. Deswegen, wenn junge Leute jetzt zuhören, entscheidet euch. Macht das als Grundsatz für euer Leben. Wähl nur einen gläubigen Partner, der bekehrt ist. Und du wirst dir viel, viel, viel Herzenskummer später sparen. 2. Mose 34, hier haben wir das, genau, was ich eben schon angedeutet habe. 2. Mose 34, Vers 15 und Vers 16. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes. Und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nehmest und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Und dass das nicht nur theoretisch so ist, sondern auch praktisch, müssen wir uns nur den Salomo anschauen. Ich meine, es war nicht nur sein Problem, dass er viele Frauen hatte, die 1000 Frauen, war schon ein bisschen schwierig, aber auch, dass er heidnische Frauen genommen hat. Und er war, denke ich, ein Vorbild in Demut, in Unterordnung unter Gott, in Weisheit, in vielen Bereichen. Er war der weiseste Mensch, der je gelebt hat, außer Jesus natürlich. Und die Frauen, steht denn dort, haben sein Herz den fremden Göttern zugeneigt. Bei so einem gläubigen Mann. Und wenn es bei Salomo so war, dann wird es bei uns auch nicht weniger schnell passieren. Ja. Deswegen, das ist eine ernste Warnung. Ja. Hier noch aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 6, Vers 14 und 15. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Ja. Deswegen, das ist auch auf die Ehe gemeint, gemünzt. Ja. Deswegen am fremden Joch mit den Ungläubigen zu ziehen, das bedeutet, einen Bund zu schließen mit einem Ungläubigen, wo man in eine gemeinsame Richtung, in eine gemeinsame Ehe hineingeht, und das ist problematisch. Ja. Weil die Ziele, die Gedanken und die Ausrichtung des ganzen Lebens in eine andere Richtung geht. Ellen White schreibt dazu, Zeugnisse Band 1, 529 und 531, wer sich zur Wahrheit bekennt, tritt den Willen Gottes mit Füßen, wenn er sich mit einem ungläubigen Partner vermählt. Hunderte haben infolge ihrer Verheiratung mit unbekehrten Menschen Christus und den Himmel geopfert. Das ist ein tragisches Zitat. Ja. Das heißt, das ist aus der Erfahrung herausgeschrieben. Wenn sie sagt, Hunderte haben, dann ist das etwas, was passiert ist. Nicht nur eine Vermutung, oder, ja, sondern Hunderte, und ich denke, heute könnte man fast sagen Tausende, ja, haben Christus und den Himmel geopfert. Geopfert heißt verloren. Sie haben den Himmel verloren, weil sie sich hier falsch entschieden haben. Ja. Deswegen, und leider wird das in unseren heutigen Gemeinden kaum noch irgendwo gesagt. Und wenn das nicht gesagt wird und junge Leute das nicht wissen und sich falsch verhalten, dann ist das unsere Verantwortung, dass wir das auch ihnen sagen müssen vorher. Wenn sie es trotzdem tun, ist es ihre Verantwortung. Natürlich gibt es auch Fälle, wo es auch mal gut gegangen ist. Es ist nicht immer nur, dass es schief geht, aber es ist trotzdem eine Herausforderung, eine Warnung. Die Ehe. Ich denke, wenn wir jetzt über den Anfang der Ehe gesprochen haben, der bei der Eheschließung stattfindet, dann ist die Frage, das sind die Grundlagen der Ehe. Die Grundlagen sind gegenseitige Liebe, Wertschätzung, Achtung und Verachtung. Und Verantwortung. Es ist wichtig, dass eine Ehe nicht nur auf Gefühle aufgebaut ist. Natürlich gehören Gefühle dazu. Ich würde niemals einen Menschen heiraten, wo ich keine positiven Gefühle dazu habe. Aber wenn es nur die Gefühle sind, was mache ich, wenn die Gefühle auf einmal verschwinden? Ich weiß noch, als ich angefangen habe als Prediger, habe ich eine große Jugend gehabt, da waren so 30 bis 40 Jugendliche in meiner Jugendgruppe.
Und da habe ich darüber gesprochen. Wie finde ich den richtigen Partner? Und dann weiß ich noch, da war ein junges Pärchen, die waren gerade so ein Jahr verheiratet und die haben gesagt, ja, bei uns war das ganz anders. Wir haben schöne Gefühle gehabt zum anderen, ich habe ihn geliebt, sie hat mich geliebt und da haben wir geheiratet. Dann habe ich gedacht, und was waren eure Grundlagen? Habt ihr irgendwie euch überlegt und mal darüber miteinander gesprochen? Nein, haben wir nicht. Das reicht aus. Dann habe ich gesagt, ja, und wie stellt ihr euch eure Ehe vor? Wie soll die weiter? Ja, wir lieben uns immer noch. Ja, ich sage, was ist, wenn die Gefühle mal nachlassen? Oh, das wird nicht. Ein paar Jahre später waren sie getrennt, waren sie geschieden. Weil die Gefühle nicht immer nur hoch sind. Natürlich können sie, auch wenn sie mal unten sind, können sie auch wieder hochkommen, keine Frage. Aber es ist nicht immer so. Deswegen, man braucht ein besseres Fundament als nur Gefühle. Und deswegen gegenseitige Liebe, Wertschätzung, Achtung, Verantwortung ist wichtig. Das gemeinsame Gebet ist wichtig. Die tiefste Gemeinschaft auf dieser Erde kann man erleben im geistlichen Bereich. Wenn man gemeinsam betet und gemeinsame Anliegen zusammenträgt und vor Gott bringt. Weil man im Gebet sein Innerstes vor Gott öffnet. Und wenn das beide tun können, gemeinsam beten können. Das stärkt eine Ehe ungemein. Und meine Erfahrung ist, wenn ich irgendwo gerufen werde für Eheprobleme, für die Eheseelsorge, dann frage ich fast immer, oder jedes Mal frage ich, und wie sieht das aus, könnt ihr zusammen beten? Und sie sagen immer, nein. Solange wir zusammen beten können, ist noch eine Chance für unsere Ehe. Muss man sie noch nie aufgeben. Das Gebet, wenn sich beide Gott unterstellen und beide im Gebet vor Gott stehen, dann kann auch Gott die Liebe ins Herz geben und auch die Ehe wieder stärken und verbessern. Gegenseitige Hilfe, Jesus ähnlich zu werden. Ich habe es bewusst so formuliert. Wir dürfen uns gegenseitig helfen. Aber wenn ich denke, also viele sehen, wenn sie heiraten, im Partner auch die Probleme und die Charakterschwächen. Und manche Frau sagt dann, den werde ich mir schon zurechtbiegen. Meine Lieben, das ist ein Trugschluss. Man kann sich keinen Menschen zurechtbiegen. Das geht nicht. Erstens, weil der andere eine eigenständige Persönlichkeit ist. Es ist nicht Wachs in meinen Fingern. Und wenn er es wäre, dann würde er mir am Ende hörig sein und dann wäre er kein Gegenüber mehr. Da hätte ich keinen Partner, der irgendwo auf Augenhöhe mit mir wäre. Im Gegenteil, wenn ich versuche, den anderen zu verändern, so wie ich ihn gerne haben würde, dann gibt es nur entweder Verteidigung oder Gegenangriff. Das funktioniert nicht. Was mache ich aber, wenn ich Charakterfehler im anderen sehe und der andere in mir sieht? Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, es geht in beide Richtungen. Kein Mensch ist ja vollkommen. Was macht man dann? Ich denke, man kann drüber reden, aber die Frage ist, wie man drüber redet. Eine Frau sagte einmal, ich liebe dich so, wie du bist, aber ich bete dafür, dass du so wirst, wie Gott dich haben möchte. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Nicht ich verändere dich, sondern ich bete darum, dass Gott dich verändert. Und zwar nicht, wie ich dich haben will, sondern wie Gott dich haben will. Denn wenn du so willst, wie Gott dich haben will, dann wird es mir auch gefallen. Weil Gott es immer nur gut macht. Und Jesus ähnlich, wie werden wir Jesus ähnlich? Indem wir gemeinsam auf Jesus schauen. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Und es ist so, man kann sich tatsächlich in der Ehe manche Dinge sagen, die einem ein Außenstehender niemals sagen würde. Und es kann auch eine Hilfe sein. Wichtig ist, dass man das so sagt, dass man nicht den anderen kritisiert, sondern dass man sich hilft. Und dass der andere auch bereit ist, Hilfe anzunehmen. Und beide Hilfe annehmen. Deswegen, wenn man sich darauf verständigt und sagt, hör mal zu,
Ja, ich kann dir an dem Punkt helfen, du kannst mir an dem Punkt helfen, dann kann es ein Segen werden. Aber es kann nicht als Druck geschehen und auch nicht, dass ich dich verändere, wie ich dich haben möchte. Das ist wichtig. Ja. Deswegen, eine Ehe ist etwas, was uns hilft, manche Charakterfehler und Schwächen zu erkennen und zu überwinden. Jemand sagte einmal, eine Ehe ist wie zwei Chirurgen, die immer an den empfindlichsten Stellen den anderen operieren. Das ist natürlich kein so schönes Bild. Es mag ein bisschen Wahrheit dabei sein, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ja. Man kann das mal sagen, aber man muss ja nicht jeden Tag immer den anderen an den empfindlichsten Stellen immer wieder rumpieksen. Ja. Das ist nicht gut. Wenn es Richtung Scheidung geht, dann passiert das. Man weiß genau, wo der andere seine empfindlichen Stellen hat und genau das nutzt man aus, um den anderen hochgehen zu lassen. Und das ist natürlich schlimm, furchtbar. Ja. Und die Ehe spiegelt die innige Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde wider. Epheser 5, 25 bis 33. Ich denke, hier haben wir eine schöne Beschreibung. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier zitiert er wieder 1. Mose 24. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine eigene Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Interessant ist übrigens, dass Paulus hier auch die Bedürfnisse anspricht, die Frau und Mann haben. Die Bedürfnisse sind ein wenig anders. Jeder hat erstmal das Bedürfnis nach Anerkennung, keine Frage. Das brauchen beide. Aber wenn hier steht, dass der Mann die Frauen lieben sollen, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, das ist ein hoher Anspruch. Wie hat denn Jesus die Gemeinde geliebt? Hier steht, er hat sich selbst für sie dahingegeben. Das heißt, er hat sich selbst aufgeopfert. Das ist eine selbstlose Liebe. Ja. Deswegen, die Frauen haben meistens das Bedürfnis, geliebt zu werden, sich anlehnen zu können, dass jemand sich für sie einsetzt. Und bei den Frauen sagt er, natürlich, die Frauen lieben ihren Mann, das hat er gar nicht in Frage gestellt hier, aber sie sagt, die Frau ehre den Mann. Warum dieser Unterschied? Es ist interessant, wenn Männer sich unterhalten sich in der Regel über irgendwelchen praktischen Dinge. Wenn Jungs, Jugendliche, sich unterhalten, dann geht es darum, wer hat gestern beim Fußballspielen die meisten Tore geschossen, ja, und wer hat beim Quartettspielen gewonnen. Und es geht um solche Dinge. Und Formel 1, wer hat da dann wieder den besten Platz gemacht. Und ja, es geht um irgendwas gewinnen. Ja. Wer ist der Beste? Es geht meistens um Konkurrenzkampf und alles Mögliche. Ja. Und wenn Mädchen sich unterhalten, 13-Jährige, 14-Jährige, worüber unterhalten die sich? Die können sich stundenlang unterhalten. Über Beziehungen. Wer ist mit wem gerade verkracht? Und wer hat mit wem wieder? Was ist meine beste Freundin? Und wer hat mit wem wieder? Ja. Frauen haben oftmals die Beziehungen im Mittelpunkt. Warum? Weil Frauen beziehungsorientierter sind. Und das lernen die Mädchen dann irgendwo schon dadurch. Und deswegen, wenn jetzt ein junger Mann und eine junge Frau, also sagen wir mal, sie sind 18, 19 Jahre, die lernen sich kennen, es ist ein Wunder, dass sie sich überhaupt verstehen, wenn sie miteinander reden, ne? Er sagt, ich habe gestern beim Fußballspielen 3 Tore geschossen. Und sie sagt, ach, du bist ja so ein lieber Mensch. Und ich hab 3 Tore geschossen. Hast du es gehört? Und ja, und das heißt also, er versucht ein bisschen seine Stärken zu zeigen. Und sie ist nur auf der Beziehungsebene. Ja. Und sie denkt jetzt, das ist mein Prinz, mein bester Freund, dem kann ich alle Geheimnisse sagen. Und erzählt sie ihm ihre Geheimnisse und er sagt, ja, schön, wunderbar. Und sie wird beim anderen Thema. Und sie sagt, der hört mir gar nicht zu. Ja. Und er denkt, ja, sie merkt ja gar nicht, wie gut ich bin. Ja.
Deswegen sagt er, die Frau ehre den Mann. Das heißt, die Frau soll zum Mann sagen, du bist mein Held. Du bist der Beste. Ja. Das heißt, dass sie ihm Anerkennung gibt und zeigt. Und der Mann auch auf die Beziehungsebene der Frau sich begibt und sie da annimmt und sie versteht. Ich habe gelernt, wenn man sich unterhält in einer Ehe, früher habe ich immer gedacht, was muss ich denn jetzt alles sagen? Aber ich habe gelernt, das Wichtigste ist nicht, was ich sage, sondern wie lange ich zuhören kann. Und wenn man sich unterhält und man hat eine Stunde gesprochen und ich habe vielleicht drei Sätze gesagt und meine Frau hat den Rest erzählt, dann sagt meine Frau am Ende, das war so ein wunderbares Gespräch, das müssen wir öfter machen. Und ich denke, ja, wunderbar, schön, dass es für dich schön war. Ja, deswegen zuhören können. Ja? Wodurch, natürlich, aber es muss auch ein aktives Zuhören sein. Also wenn der Mann dabei Zeitung liest, funktioniert das nicht. Dann wird die Frau sagen, hörst du mir überhaupt zu? Auch wenn das, man kann ja beides, in der Zeitung lesen und zuhören. Ja? Aber das glaubt die Frau dann natürlich nicht. Deswegen ist aktives, übrigens aktives Zuhören, wie geht denn das? Man nennt das auch das soziale Grunzen. Und zwar, das bedeutet, wenn die Frau was sagt und man sagt, nur das reicht schon, dass sie merkt, du hörst zu. Ja. Das ist wichtig, um Beziehungen zu stärken. Übrigens, man sollte so ein Gespräch aber nicht jeden Tag führen. Irgendwann wird der Mann sagen, ja, ich brauche auch mal einen Tag, wo wir nicht miteinander reden. Auf jeden Fall nicht so lange miteinander reden. Für Frauen ist es wichtig. Für Männer ist es wichtig, weil es für die Frauen wichtig ist. Deswegen ist es übrigens, ist es gut, wenn man dann sagen wir mal, sagt, okay, wir müssen mal über unsere Beziehung reden. Dann denkt der Mann, ja, vielleicht habe ich im halben Jahr mal Zeit dafür. Ne? Also für Männer ist über Beziehungen reden nicht so angenehm. Und Frauen lieben das. Aber es ist wichtig, über die Beziehung zu reden. Weil Frauen viel eher merken, wenn die Beziehung nicht so funktioniert. Vielleicht bin ich mal ganz an Thema, aber es macht nichts. Ich muss noch kurz noch zu Ende führen. Dann ist es gut, wenn man sagt, okay, nächste Woche, dass man einen Termin macht, nächste Woche, 19 Uhr, wollen wir uns mal zusammensetzen, ein bisschen über die Ehe reden. Aber man sollte auch gleichzeitig schon das Ende festlegen. Dass man sagt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit von 19 bis 20 Uhr. Dass der Mann genau weiß, wenn wir um 19 Uhr anfangen, das geht dann nicht 5 Stunden, ja, sondern dass man schon weiß, nach einer Stunde kommen wir zum Ende. Dass er schon weiß, worauf er sich einlässt. Das ist wichtig. Ja, das sind wichtige Punkte. Und das funktioniert. Es funktioniert, ja. Schwierig wird es nur, meistens wird es schwierig, also die Frauen können sich ja sehr gut auch Gefühle ausdrücken. Frauen lieben es, über Gefühle zu reden. Männer fällt es schwer. Und wenn die Frau dann sagt, ja, was meinst du denn jetzt dazu? Und wie denkst du darüber und wie fühlst du darüber? Und da sagt der Mann, ich weiß auch nicht. Ja, fühlst du nichts? Ja doch, ich fühle schon was, aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das heißt also, wenn die Frauen die Männer ermutigen, über die Gefühle zu sprechen, dann ist das schwierig. Und wenn die Männer das nicht können, dann heißt das nicht, dass sie keine Gefühle haben. Sondern seid ein bisschen vorsichtig und ein bisschen nachsichtig mit ihnen. Dann. Ja. Aber deswegen, das ist auch bei Erwachsenen noch so, ja, wenn Frauen miteinander reden, dann geht es natürlich manchmal auch um inhaltliche Dinge, aber sehr oft um Beziehungen. Und es ist auch so, warum ist es halt Gottes so reingelegt? Weil die Frauen bekommen nun mal die Kinder. Und die Frauen haben auch zu den Kindern eine engere Beziehung. Und da ist zu Kleinkindern und zu Kindern haben Frauen, weil sie eben beziehungsmäßig feinfühliger sind, fällt es ihnen leichter, Kinder dort zu erziehen
und Beziehungen zu Kindern aufzubauen, als Männern. Natürlich kann es auch mal Ausnahmen geben, aber in der Regel ist es schon so. Deswegen sagt Paulus hier auch, die Frau ehre den Mann und der Mann liebe die Frau, je nachdem, welche Bedürfnisse er braucht. Da hat Gott schon ganz gut gewusst, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall, eigentlich worauf ich hinaus wollte, dass das ein Hinweis ist auf Christus und die Gemeinde. Und das heißt, jede Ehe, die wir haben in der Gemeinde, soll Jesus und die Gemeinde widerspiegeln. Das heißt, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so sollen auch die Männer die Frauen lieben. Und dann fällt es den Frauen nicht schwer, auch ihren Mann zu ehren und zu akzeptieren. Gut, jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit dem Sündenfall? Was hat sich da geändert? Die Folgen des Sündenfalls für die Ehe. Vorher war völlige Offenheit und Harmonie. Es gab nicht den kleinsten, die kleinste Disharmonie zwischen ihnen, nicht die kleinste, das ganze Problem. Es war alles nur gut. So eine Beziehung wäre doch schön, ne? Aber es ist nicht so geblieben. Der Sündenfall kam. Und was hat sich geändert? Nachher war der Egoismus anstelle selbstloser Liebe. Übrigens, das ist auch so ein Grund, wenn zwei verheiratet sind, je mehr selbstlose Liebe sie im Herzen haben, desto schöner und einfacher ist die Beziehung. Und je mehr Egoismus da ist, desto schwieriger ist die Beziehung. Warum? Weil Egoismus Beziehungen zerstört. Weil Egoismus auf sich selbst bezogen ist. Ich will, du musst, damit ich glücklich bin. Ich will haben. Egoismus schaut nur auf seine eigenen Bedürfnisse und nicht auf die Bedürfnisse des anderen. Und das ist der Tod jeder Beziehung, nicht nur in der Ehe. Auch in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Das Problem war, jetzt kam der Egoismus. Angst, Misstrauen, gegenseitige Anschuldigung. Das sehen wir gleich ganz am Anfang. Ja. Gott fragt Adam, was hast du gemacht? Und Adam sagt, ja, die Frau ist schuld. Gott fragt die Frau sagt, die Schlange ist schuld. Gegenseitige Anschuldigung. Ja. Das war ein Problem, auch für die Beziehung zwischen Adam und Eva. Erster Mose 3, Vers 16. Was hat Gott dann getan? Interessant ist, dass hier steht, Gott, es hat sich einiges verändert hier mit dem Acker und so weiter, ne, was da alles so steht. Und dann steht aber in Vers 16, und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach dem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Das kam erst nach dem Sündenfall. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott das verändert? Und zwar, Gott wusste, wenn jetzt, und zwar vor dem Sündenfall, waren Adam und Eva auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Stufe. Gott wusste, wenn die jetzt gleichberechtigt dort stehen und zwei egoistische Menschen in einer Beziehung nebeneinander stehen, das wird ein lebenslanger Kampf um die Vorherrschaft werden. Jeder will der Chef sein. Und weil er wusste, dass das nicht gut geht, hat er eine Aufgabenverteilung vorgenommen. Er hat gesagt, der Mann soll der Herr sein, das Haupt sein. Und er sagt, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Das heißt also, er hat es sogar so eingerichtet, dass wenn das Verlangen von Eva zum Adam war, dass sie sich gerne untergeordnet hat, solange er sie lieber im Herzen hat. Dass sie eine Schulter hat zum Anlehnen, dass sie, ja, das Problem ist jetzt nur an der Stelle, was dann gekommen ist. Genau, selbst bei dem, was Gott hier gesagt hat, sind Mann und Frau immer noch gleichwertig. Die haben den gleichen Wert vor Gott, jeder Mensch hat den gleichen Wert vor Gott. Aber sie haben andere Aufgaben. Man könnte so sagen, der Mann ist das Haupt und die Frau ist das Herz. Der Mann baut das Haus, die Frau macht das Heim. Ja, das heißt, sie haben verschiedene Aufgaben in der Ehe. Und durch die Unterordnung konnte die Eintracht bewahrt werden.
Es war wieder möglich. Das Problem ist, dass dann in der Gesellschaft über Jahrhunderte, über Jahrtausende, der Mann seine Stellung ausgenutzt hat, um die Frau zu unterdrücken. Und wenn ein Mann Herrschsucht hat, dann will die Frau sich nicht mehr unterordnen. Das bedeutet, weil die Männer aber den größten Teil stärker waren in der Gesellschaft, ist in vielen Kulturen das so herausgekommen, dass die Frauen massiv unterdrückt wurden. Und sie konnten sich nicht wehren. Und das Problem war dann, dass die Frauen sich, wenn sie sich gewehrt haben, manchmal zu Recht gewehrt haben, dann aber auch gleich über die Stränge geschlagen sind. Ja, ob das jetzt der Feminismus ist, die dann sagt, ja, es ist alles schlecht, was die Männer machen, ja, dass sie sich aufgelehnt haben und das Prinzip in Frage gestellt haben und auch selbst die Herrschaft übernehmen wollten. Beides ist problematisch. Deshalb, was kann man da tun, um das zu vermeiden? Die Lösung? In dem Buch, was Adventisten glauben, Seite 432, haben wir ein sehr schönes Zitat. Da heißt es, das Wesen einer harmonischen und christlichen Ehe liegt wie schon vor dem Sündenfall in der Selbstverleugnung. Gegenseitige Zuneigung soll die Partner festigen, sodass jeder auf das Wohlergehen des anderen bedacht ist. Beide sollen zu einer Einheit verschmelzen, ohne dass einer von ihm die von Gott geschenkte Persönlichkeit preisgeben muss. Hier sind ein paar Prinzipien drin, die ganz, ganz wichtig sind. Jetzt könnte man darüber einen ganzen Vortrag halten, über dieses Zitat. Erstens, jeder soll seine Persönlichkeit behalten. Keiner soll den anderen so beherrschen, dass seine Persönlichkeit in der des anderen aufgeht. Dann, eine harmonische und christliche Ehe kann schon so wieder sein wie vor dem Sündenfall. Und das Prinzip liegt die Selbstverleugnung, die selbstlose Liebe. Ja. Und zwar gegenseitige Zuneigung soll die Partner festigen, sodass jeder auf das Wohlergehen des anderen bedacht ist. Das heißt also, wenn beide Jesu Liebe im Herzen haben und beide sagen, ich möchte dich glücklich machen, dann kann es funktionieren. Ja. Selbstverleugnung, gegenseitige Zuneigung, auf das Wohlergehen des anderen bedacht sein, zu einer Einheit verschmelzen und nicht die Persönlichkeit preisgeben. Ja. Das heißt, wenn in einer christlichen Ehe Mann und Frau zusammenleben, zusammen verschmelzen, wenn sie die selbstlose Liebe haben, dann können sie wieder so wie vor dem Sündenfall zusammenleben und dann ist nicht mehr der Mann der Haupt der Frau, sondern dann sind sie wieder gleich, auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Höhe. Das bedeutet, dass in allen Entscheidungen, die man trifft, jeder das gleiche Stimmrecht hat. Dass man Entscheidungen so trifft, dass beide einverstanden sind. Dass man auf Augenhöhe miteinander lebt und entscheidet. Das geht aber nur, wenn man wirklich sagt, wie kann ich dich glücklich machen? Wenn beide sagen, ich will glücklich werden, dann sagen beide, du musst das und das tun, damit ich glücklich werde. Wenn du das nicht tust, dann bist du schuld, dass ich nicht glücklich bin. Aber es funktioniert nicht. Wenn aber beide sagen, wie kann ich dich glücklich machen? Und jeder versucht, den anderen glücklich zu machen, was die Bedürfnisse der anderen sind, dann werden beide glücklich. Ja. Deswegen, in der christlichen Ehe, denke ich, wird diese Hierarchie, der Mann das Haupt, die Frau ordnet sich unter, wird mehr und mehr aufgelöst wieder. Je mehr man dem ursprünglichen Bild entspricht in seiner Liebe zueinander, desto mehr wird man automatisch auf die Bedürfnisse des anderen eingehen und die Unterordnung ist nicht mehr sichtbar. Auch wenn sie theoretisch noch da sein mag, aber sie wird nicht mehr praktisch, nicht mehr gelebt. Denn Jesus hat sich ja auch der Gemeinde untergeordnet. Er hat den Jüngern gedient. Und wenn der Mann der Frau dient, dann ist die gegenseitige Unterordnung in dem Moment da. Der Mann ordnet sich der Frau unter im Dienst und die Frau ordnet sich dem Mann unter. Und deswegen ist die gegenseitige Unterordnung denn genau das, wo man wieder auf Augenhöhe zusammen ist.
Das ist das Ideal, was Gott möchte für uns. Das ist möglich. Das ist möglich. Ja, Thema Ehe verlassen wir jetzt mal. Können wir noch viel drüber sagen. Verbot geschlechtlicher Verirrungen. Also, die Sexualität ist etwas, was Gott im Menschen ja geschaffen hat, mit Sexualität, und ist etwas Gutes. Es gibt zwei Extreme in der Thema Sexualität. Ein Extrem ist, dass man sagt, du kannst es ausleben, wann und wie und wo du willst. Das ist natürlich schlecht. Gott hat Verbote gegeben, geschlechtliche Verirrungen. Auf der anderen Seite ist das andere Extrem, die katholische Kirche sagt, Sexualität ist von Prinzip etwas Schlechtes, es ist Sünde. Und in der Ehe ist eine erlässliche Sünde und nur um Kinder zu zeugen und sonst nicht. Ja, von daher ist diese Leibfeindlichkeit, die eigentlich aus dem Heidentum kommt, in die katholische Kirche eingedrungen, in die christliche Kirche eingedrungen und hat diese Leibfeindlichkeit auf die Sexualität auch bezogen. Deswegen sagen sie auch, wenn jemand jetzt im Zölibat lebt, ehelos lebt, ist er auf einer höheren Ebene, weil er schon ohne Sexualtrieb, ohne das Ausleben des Sexuals lebt und das ist eine höhere, bessere Stufe. Aber was dabei rauskommt, sehen wir ja an den vielen Missbrauchsskandalen, die wir jetzt haben. Die Menschen haben nun mal einen Sexualtrieb. Ja, und wenn man den manchmal bewusst versucht zu verbieten, wenn jemand das freiwillig macht, ist eine andere Geschichte, wenn jemand es verbietet, dann gibt es Probleme. Auf jeden Fall Gott verboten, die Sexualität außerhalb der Ehe auszuführen, auszuleben. In 3. Mose 18 haben wir eine ganze Reihe dieser Dinge. Das wollen wir jetzt nicht alles lesen. Ich fasse es gleich zusammen, was da steht. Ja, da ist ein ganzes Kapitel über Verbot geschlechtlicher Verirrungen, ja, mit wem man den Umgang haben soll. Übrigens, wenn das Wort Umgang steht bei Luther, dann ist es immer Sex gemeint, ja, Geschlechtsverkehr. Und in 1. Korinther 6, Vers 9, das lesen wir gleich, haben wir auch noch einige Hinweise darauf. Also, Umgang mit Blutsverwandten ist verboten. Das heißt also, mit Personen, mit denen ich blutsverwandt bin. Also meine Schwester, meine Mutter oder meine Tante oder irgendwie so jemand in diesem Bereich. Zweitens, Umgang mit Angeheirateten. Also wenn mein Bruder eine Frau hat, dann darf ich mit der Frau meines Bruders auch nicht ins Bett gehen. Wenn eine Frau ihre Tage hat, ist auch nicht erlaubt. Ehebruch, natürlich, das wissen wir, wenn man mit der Frau des Nächsten, also wenn du mit einer verheirateten Frau Geschlechtsverkehr hast, ist das Ehebruch. Homosexualität steht auch ganz klar dabei aufgeführt, sowohl für Männer als auch für Frauen gilt das, für beide Geschlechter. Umgang mit einem Tier ist auch verboten. Alles in 3. Mose 18. Also was ich jetzt hier aufführe, ist alles nur eine Zusammenfassung von 3. Mose 18. Hurerei. Hurerei bedeutet, wenn zwei miteinander Sex haben, die nicht verheiratet sind. Unzucht oder Hurerei ist das genannt. Und Vielehe. Vielehe heißt, wenn man mehrere Frauen hat. Oder eine Frau mehrere Männer hat. Aber ich glaube, diese Seite ist, glaube ich, in der Gesellschaft, in der Geschichte weniger präsent, als wenn ein Mann mehrere Frauen hat. Das ist auch von Gott nicht erlaubt. Interessant ist, dass diese ganzen geschlechtlichen Verirrungen mit der Todesstrafe belegt waren. Natürlich, wir haben bei uns heute nicht mehr die Todesstrafe und das mag auch gut sein, aber damals im Volk Israel gab es die Todesstrafe noch. Ja, 3. Mose 20 hat Gott das so gesagt, dass da die Todesstrafe für gilt. Das heißt, dass alle diese Dinge, die hier genannt sind, nicht von Gott gewollt sind, Sünde sind. Natürlich haben wir in der heutigen Gesellschaft, bei einigen dieser Dinge sieht jetzt die Gesellschaft anders. Gerade mit der Frage der Homosexualität wird heute immer wieder behauptet, es gibt Menschen, die sind von Natur aus so veranlagt und sie müssen das auch ausleben dürfen. Die Bibel sagt, wenn jemand vielleicht diese Neigung hat, ist das noch keine Sünde. Aber die Bibel sagt, das Ausleben von Homosexualität ist Sünde. Wie man damit umgehen sollte, ist eine andere Geschichte. Ich denke, man sollte jeden Menschen annehmen, als Menschen achten. Aber das Ausleben von Homosexualität ist nach der Bibel Sünde.
1. Korinther 6, Vers 9. Und zwar, da haben wir Schriftzeichen, die eigentlich in meinem anderen Computer griechische Schriftzeichen sind. Die hat dieser Computer leider nicht übernommen, aber macht nichts. Wir lesen aber erstmal 1. Korinther 6, Vers 9. 1. Korinther 6, Vers 9. Dort steht: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder. Ich lese mal noch ein bisschen weiter, Vers 10 auch noch. Diebe, Geizige, Trunken, Wolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Das heißt, hier spricht Gott davon, wer nicht in den Himmel kommen wird. Und zwar, das heißt nicht, wenn jemand mal gestohlen hat, sondern wenn jemand ein Dieb ist. Und Dieb heißt, wenn er das gewerbsmäßig macht oder regelmäßig macht und das nicht lassen will. Also wenn es zu ihm gehört. Und so haben wir das auch mit den anderen Dingen. Wir haben hier 4 sexuelle Sünden aufgezählt. Und Paulus sagt, wer diese Dinge tut, nicht wer einmal gefallen ist in eine Sünde, sondern wer diese Dinge tut, darin lebt, wird nicht gerettet. Steht hier, sagt Paulus. Es ist erstens Pornoi. Und Pornoi bedeutet Unzüchtige. Das ist illegitimer Geschlechtsverkehr. Das heißt, das sind alles die Dinge, die wir vorher in 3. Mose 18 aufgelistet hatten. Alle diese Dinge gelten als Pornoi. Das heißt also, wenn 2 miteinander schlafen, die nicht verheiratet sind, mit einem Tier Umgang zu haben oder mit Blutsverwandten oder was auch immer, was wir alles vorher hatten. Das zweite Wort, was hier steht, heißt Moichoi. Und das heißt übersetzt aus dem Griechischen Ehebrecher. Das heißt, wenn einer von beiden verheiratet ist oder beide verheiratet sind, aber nicht miteinander verheiratet sind, sondern ja, und die dann miteinander Geschlechtsverkehr haben, ist das Moichoi, Ehebruch. Das dritte ist Malakoi und das heißt Lustknaben. Das heißt, es sind welche, die sich sexuell missbrauchen ließen. Ich würde es eher so sagen, heute würden wir sagen Callboys. Das heißt also die männliche Prostituierte, die also für Geld. Damals war das vielleicht eher Sklaven gewesen, aber Sklaven waren damals ja auch Angestellte teilweise, ja. Also welche, die für Geld oder sonst wie sich sexuell mit anderen, also Männer, die sich dann sexuell mit Frauen dann, oder auch mit Männern einlassen. Das können also Callboys sein, die sowohl mit Männern als auch mit Frauen dann Sex haben. Und das vierte ist Arsenokoitai. Da muss ich mal eben schauen. Das ist jetzt hier nicht mehr drauf. Ich habe das gerade mal ein bisschen höher geschoben, weil die Schrift irgendwie nicht mehr gepasst hat. Also Arsenokoitai heißt Homosexueller. Ja? Also wenn man diese 4 Begriffe anschaut, die Paulus hier unterscheidet, manchmal, wenn man über das Thema spricht, dann sind manche Christen, die die Homosexualität versuchen, biblisch positiv zu bewerten, versuchen mit diesem Text her auch irgendwie was herumzudrehen und herumzudeuten, aber das geht nicht. Ja? Diese 4 Bedeutungen haben wir hier. Ja? Das ist einmal die Unzucht, Ehebruch, Lustknaben und Homosexuelle. Das ist natürlich erstmal auf männliche Homosexuelle gemeint, aber das gilt natürlich auch für weibliche. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, die Scheidung. Was ist da mit? Matthäus 19, Vers 6, Jesus sagt: Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das bedeutet, was kann man daraus ableiten? Gott verbindet Mann und Frau. Nicht das Eheversprechen und nicht der Sexualakt. Denn Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Das habe ich von manchen schon gehört. Ja, da haben sie gesagt, ich habe meine Frau geheiratet, aber es war nicht Gottes Wille. Deswegen hat Gott uns nicht zusammengefügt und deswegen kann ich mich von ihr scheiden lassen. Die Ausrede ist ein bisschen zu billig. Warum? Weil Jesus sagt nicht, nur wenn es Gottes Wille war, dass du den Ehepartner geheiratet hast, den du jetzt hast, nur dann darfst du dich nicht scheiden lassen. Nein, steht hier nicht. Sondern Jesus sagt ja, in dem Vers davor sagt er, er zitiert 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Jesus, so sind sie nur nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, das bedeutet, im Kontext sagt Jesus, jede Ehe, die geschlossen wurde, jede Ehe, ist von Gott zusammengefügt. Auch wenn es problematisch ist, auch wenn vielleicht ein Ehepartner zur Ehe gezwungen wurde, auch wenn vielleicht irgendwas nicht dabei stimmt. Aber jede Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist von Gott zusammengefügt. Und deswegen ist erstmal die Ehe prinzipiell nicht scheidbar. Gott hat zusammengefügt, deswegen kann der Mensch das nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Also ich kann nicht in eine Ehe hineingehen und sagen, naja, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir uns halt wieder scheiden. Nein, geht nicht. Scheidung ist vom Prinzip her keine Option. Ja, deswegen, eine Ehe gilt lebenslang. Das heißt, Gott betrachtet die Ehe als unauflösbar. Das soll der Mensch nicht scheiden. Und als Jesus das sagte, dann haben natürlich die Widersacher, die Pharisäer, so gesagt, ja, was ist jetzt, Mose hat doch einen Scheidebrief erlaubt. Und dann hat Jesus das Prinzip, was wir hier haben, hat er gesagt, das Prinzip gilt immer noch, aber es gab halt Ausnahmen. Was ist jetzt mit der Ausnahme? In den nächsten Versen, da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen wegen eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an ist aber nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Interessant. Also die Pharisäer fragen, was ist? Mose hat doch einen Scheidebrief erlaubt. Und Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das heißt, weil das Herzensherze dazugekommen ist, das heißt, weil die Sünde dazugekommen ist, damit meint er die Sünde. Und die Sünde bewirkt, dass es eben Situationen gibt, wo es auch eine Scheidung geben kann. Und er sagt, wenn du dich jetzt von deiner Frau scheidest, wenn kein Ehebruch vorliegt und du eine andere heiratest, dann brichst du die Ehe. Welche Ehe brichst du? Deine eigene. Das bedeutet, wann brichst du die Ehe? Jesus sagt nicht, wenn du dich hast scheiden lassen, dann brichst du die Ehe. Nein. Sondern, wenn du dich scheiden lässt und dann eine andere Frau heiratest, dann brichst du die Ehe. Das heißt, erst bei der Wiederverheiratung wird die Ehe gebrochen. Welche Ehe wird gebrochen? Meine eigene. Denn es kann ja sein, dass die Frau, die ich heirate, nicht verheiratet ist. Dann kann ich also ihre Ehe nicht brechen. Aber ich breche auch die Ehe, wenn sie nicht verheiratet ist. Das heißt also, dann kann es bleibt nur noch meine übrig. Aber wenn ich doch geschieden bin, daran sehen wir, dass wenn wir uns scheiden lassen, und die Scheidung ist prinzipiell möglich, dass wenn wir uns scheiden lassen, dass vor Gott die Ehe noch gilt. Auch wenn sie menschlich geschieden ist. Es gibt auch Situationen, die ich kennengelernt habe, dass zwei Ehepartner sich getrennt haben und sich haben nicht scheiden lassen. Das heißt, sie waren noch verheiratet, auch auf dem Papier, auf der Erde, aber sie haben halt getrennt, jeder woanders gewohnt, weil es bestimmte Schwierigkeiten gab. Und das ist zwar nicht unbedingt das Ideal, aber es ist keine Sünde. Das Problem ist erst in dem Moment, wo ich wieder heirate, weil vor Gott die erste Ehe noch gilt. Interessant ist übrigens nochmal, die einzige Ausnahme, die Jesus hier sagt, ist, es sei denn wegen Ehebruchs. Was heißt Ehebruch? Wenn der andere Ehepartner
mit einem anderen Geschlechtsverkehr hat, also wenn meine Frau fremdgehen würde mit einem anderen Mann, das ist Ehebruch. Und zwar, Ehebruch heißt nicht nur, Jesus sagt einmal hier an der Bergpredigt, wenn du schon eine Frau ansiehst, ihre zu begehen, hast du schon die Ehe gebrochen. Damit will Jesus nicht sagen, dass jedes Mal, wenn ich unreine Gedanken habe, schon gleich meine Ehe hinüber ist. Jesus will nur damit sagen, dass Ehebruch im Gedanken anfängt. Genauso hat er auch gesagt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du nichts nutzt, dann hast du ihn schon umgebracht. Natürlich ist das kein Mord. Aber der Mord fängt mit dem negativen Gedanken über ihn an. Das will Jesus damit sagen. Dass also die Gebote nicht nur rein äußerlich zu halten sind, sondern schon, dass der Ansatz schon rein sein soll, um die Gebote nicht zu übertreten. Das heißt also, wenn es hier steht, es sei denn wegen Ehebruch, dann ist hier nicht ein gedanklicher Ehebruch gemeint, sondern es ist ein vollzogener Ehebruch gemeint. Vollzogener Ehebruch heißt, dass man tatsächlich mit einem anderen ins Bett gegangen ist. Und das ist nach Jesu Aussage, ein Grund, dass man dann auch wieder einen jemand anders heiraten darf. Denn Jesus sagt, es sei denn wegen Ehebruchs, das ist die Ausnahme. Da ist man wieder frei, wieder zu heiraten. Und dann breche ich nicht die Ehe, wenn ich wieder heirate. 5. Mose 24, und interessant übrigens, vielleicht gerade nochmal, bevor wir das lesen, zur Zeit Jesu gab es verschiedene Auffassungen von verschiedenen Rabbinern. Die einen sagten, man darf seine Frau schon in die Wüste schicken, wenn sie die Suppe angehat brennen lassen. Und die anderen haben gesagt, nein, nur wenn Ehebruch vorgelegen ist, hat oder irgendwelche. Und einige andere haben gesagt, also gar nicht. Und also es gab verschiedene Auffassungen. Und jetzt wollten sie Jesus damit ja fragen, 19 Vers 3, aus welchem Grund kann man sich von seiner Frau scheiden? Und sie wollten Jesus in die Diskussion einbeziehen, wie er es dazu steht. Und Jesus hat gesagt, was wir jetzt hier gelesen haben, nur wegen Ehebruch. Interessant ist, dass Jesus damit nicht das Alte Testament aufhebt. Viele sagen, jetzt hat Jesus eine neue Ordnung gebracht. Im Alten Testament, das gilt nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Jesus hat das, was im Alten Testament steht, genau das Gleiche gesagt. Das lesen wir jetzt. Das ist der Text im 5. Mose 24, Vers 1. Das ist genau identisch mit dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat also das Gesetz, sich aufs Gesetz berufen und das gesagt, was hier genannt ist. 5. Mose 24, Vers 1. Dort heißt es, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt und so weiter und was dann noch alles so kommt. Und 22, Vers 13 und 14. 22, 13 und 14. Wenn jemand ein Mädchen zur Frau nimmt und wird ihr überdrüssig, nachdem er zu ihr gegangen ist, und legt ihr etwas Schändliches zur Last und bringt ein böses Gerücht über sie auf und spricht, das Mädchen, das ich geheiratet habe, und als ich zu ihr ging, fand ich sie nicht als Jungfrau. Und dann kommt eben, wie man denn damit umgehen soll. Interessant, hier steht in 5. Mose 24, dass ein Scheidebrief bei Schändlichem erlaubt ist. Und in Kapitel 22, 13, 14 wird gesagt, was das Schändliche ist, nämlich sexuelle Untreue. Und zwar hier bei der, wenn man sagt, wenn jetzt jemand behauptet, bei der Hochzeit, wir haben geheiratet und sie war keine Jungfrau mehr. Ja, sexuelle Untreue. Und dann kann es natürlich sein, dass jemand das behauptet, weil er will, er mag seine Frau nicht mehr und jetzt sagt er einfach, sie war keine Jungfrau, um sie loszuwerden. Und dann sagt hier der Text, da muss man das nachweisen, Beweise bringen. Ja? Und deswegen sollen denn die Eltern, sollen die irgendwo das Tuch davon denn irgendwo aufbewahren, ja, als Beweis, dass sie Jungfrau war, wenn sie halt geblutet hat beim Verlust der Jungfräulichkeit. Ja. Auf jeden Fall ist es ganz klar, dass hier der einzige Punkt, der genannt wird, etwas Schändliches zu finden, ist sexuelle Untreue. Und genau das ist das, was Jesus gesagt hat, was der Grund ist, wenn auch vor Gott die Ehe als nicht mehr geschlossen angesehen wird bei einer Scheidung. Ja.
Und genau dieser Punkt der Schändlichen, das haben eben manche Rabbiner zur Zeit Jesu auch sehr weit ausgelegt und haben gesagt, wenn die Frau die Suppe anbrennen lässt, ist es auch etwas Schändliches. Also, aber nein, aus dem Kontext sieht man, und Jesus sagt es, sexuelle Untreue ist der einzige Grund. Ja. 1. Korinther 7, es gibt noch einen zweiten Grund, wo jemand wieder frei ist zu heiraten oder wo Gott die Scheidung akzeptiert. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 10 bis 16. 1. Korinther 7, 10 bis 16. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, so soll sie ohne Ehe bleiben und sich mit ihrem Mann versöhnen, und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder oder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu bleiben, zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lasst ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat Gott euch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Interessant ist das Prinzip nochmal zuerst, dass man sich nicht scheiden soll. Sowohl der Mann nicht, als auch die Frau nicht. Und dann hat er die Spezialform, wenn jetzt der Ehepartner nicht gläubig ist. Was macht man dann? Dann sagt Paulus, das ist kein Grund vom gläubigen Partner her, kein Grund, sich von seinem Partner zu trennen. Man soll trotzdem verheiratet bleiben. In beide Richtungen, Mann oder Frau. Und dann hat er aber einen anderen Fall noch, wenn aber der Ungläubige sich scheiden will. Das heißt also, wenn der Ungläubige sagt, dein Glaube gefällt mir nicht und das ist alles zu viel für mich, ich reiche die Scheidung an. Wenn der Ungläubige scheiden will, so lasst ihn sich scheiden. Das heißt also, soll man zustimmen. Und dann sagt er, der Bruder oder Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen, er ist frei. Und was das bedeutet, steht in den nächsten Versen 27 und 28. 27, 28 steht, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht von ihr loszukommen, also aus der Ehe rauszukommen irgendwie. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. Das heißt, Paulus sagt irgendwo, da ist besser, wenn ihr alle seid, wie ich bin. Um der kommenden Not willen, sagt er, es ist für einen Menschen gut, ledig zu sein. Das heißt also, er sagt, wenn du verheiratet bist, musst du nicht dich wieder trennen von der Frau, nur weil jetzt die Not vielleicht kommt. Nein, sagt er, du sollst verheiratet bleiben. Und dann sagt er, bist du nicht gebunden. Sagt er, wenn du keine Frau suchst, ist gut, aber wenn du wieder heiratest, ist auch keine Sünde. Und dieses Wort, bist du nicht gebunden, ist das gleiche Wort, wie er vorher sagt in Vers 15, wenn der ungläubige Partner sich scheiden lässt, so bist du nicht gebunden. Das heißt, du bist wieder frei. Das heißt, es gibt also zwei Dinge, die die Bibel nennt, wo eine Wiederheiratung möglich ist. Einmal, wenn der Ehepartner Ehebruch begangen hat, ist der nicht Ehebruch begangen hat, frei, weil die Ehe auch vor Gott nicht mehr gilt. Und wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will wegen des Glaubens, ist der Gläubige auch wieder frei zu heiraten. Das sind die zwei Punkte, die hier die Bibel nennt. Ja? Also das heißt, was wichtig ist, selbst bei Ehebruch muss es nicht zur Scheidung kommen. Selbst bei Ehebruch kann die Ehe durch Vergebung gerettet werden. Vor allem, wenn es nur einmal vielleicht passiert ist. Man kann sich vergeben, aber man muss dann sehr sorgfältig damit umgehen, ja, weil das Vertrauen missbraucht worden ist. Und bis Vertrauen wiederhergestellt worden ist, das ist schon ein bisschen mühevoll. Erster Scheidungsgrund, Ehebruch des Ehepartners. Und der zweite Scheidungsgrund, wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will, ist der Gläubige frei. Ja. Wenn man sich aus anderen Gründen scheidet, ist es nicht Gott gewollt, aber es ist noch nicht ein großes Problem. Das Problem entsteht erst dann, wenn man wieder heiraten will. Deswegen hat Paulus auch gesagt,
dass wenn man sich hat scheiden lassen, dann steht hier, soll der Partner ohne Ehe bleiben. Steht hier. Ja, deswegen soll man sich bewusst sein, erstens, wenn man heiratet und wenn man sich scheiden lassen will, dass man denn, wenn kein Ehebruch vorliegt, dass man erstmal damit rechnen muss, dass man entweder ohne Ehe bleibt, steht hier, oder zu seinem Partner wieder zurückgeht. Solange der Partner lebt. Wenn der Partner stirbt, ist man frei. Wiederverheiratung. Lukas 16, Vers 18. Wir haben es eben gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, aber das ist jetzt noch ein bisschen deutlicher, was man jetzt noch sagen kann. Lukas 16, Vers 18. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Ja, das heißt also, ist ganz klar, das heißt also, wenn man sich scheiden lässt und dann wieder heiratet, ist das Ehebruch. Und das Problem ist an der Stelle, es ist eigentlich ein fortgesetzter Ehebruch. Weil wenn man eine andere Frau heiratet, dann ist man mit der ja auch verheiratet. Und wenn man das jetzt erkennt, dann soll man ja nicht sich von der auch noch wieder scheiden lassen und zu seiner ersten Frau zurückgehen, sondern die zweite Ehe ist ja auch vor Gott geschlossen. Ja. Matthäus 5, das haben wir noch nicht gelesen. Matthäus 5, 31 und 32. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, so soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das heißt, hier geht es noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur wie im Lukas-Text, wenn ich selber mich scheiden lasse und eine andere Frau heirate, dass ich denn meine Ehe breche, sondern wenn ich eine Geschiedene heirate, dann breche ich ihre erste Ehe, auch wenn sie geschieden ist. Weil vor Gott diese Ehe noch gilt. Und er sagt auch, wer sich von seiner Frau scheidet, der macht, dass sie die Ehe bricht. Wieso machst du, dass die Frau die Ehe bricht, wenn du sie wegschickst, wenn du sie von ihr scheiden lässt? Weil damals eine Frau in der Gesellschaft zur Zeit Jesu, konnte eine Frau nicht selbstständig in der Gesellschaft sich versorgen. Es gab damals Witwen zur Zeit der Urgemeinde und die Gemeinde musste sie versorgen, weil sie keinen Lebensunterhalt hatten. Deswegen sagt Paulus auch an anderer Stelle, Witwen sollen wieder heiraten, wenn sie jünger sind, damit sie versorgt sind. Und wenn ich jetzt mich von meiner Frau scheide und meine Frau jetzt, weil sie versorgt sein will und muss, einen anderen heiratet, dann bin ich mitverantwortlich, dass sie die Ehe bricht. Weil wenn sie einen anderen heiratet, bricht sie die Ehe, nämlich die erste Ehe. Und ich bin verantwortlich, dass sie die Ehe gebrochen hat. Und wenn ich jetzt ledig bin noch und ich jemanden heirate, der geschieden ist, dann breche ich seine erste Ehe. Das ist auch das wieder, was Jesus sagt. Ja. Das heißt, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das sind die Prinzipien. Ja. 1. Korinther 7, 10 und 11. 1. Korinther 7, Vers 10 und 11. Das haben wir eben schon mal gelesen, lesen wir nochmal. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, so soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Was gilt für Geschiedene? Wer ohne biblischen Scheidungsgrund geschieden ist, hat drei Möglichkeiten. Erstens, er bleibt ohne Ehe, sagt Paulus hier. Zweitens, er versöhnt sich mit seinem Ehepartner, geht zurück in seine Ehe. Oder er heiratet nach dem Tod oder Ehebruch des Ehepartners. Das heißt, wenn der andere gestorben ist, bin ich frei. Ist aber Folgendes, wenn ich geschieden bin und mein geschiedener Ehepartner jemand anderes hat, dann ist das
Ehebruch. Und im Fall von Ehebruch, sagt Jesus, ist man frei. Das bedeutet, wenn ich geschieden bin und mein geschiedener Partner eine andere Person wieder hat oder heiratet oder Ehebruch begeht, in dem Moment bin ich auch wieder frei, auch wieder zu heiraten. Das ist der biblische Hintergrund. Ja. Deswegen, das Problem ist, dass in der Gesellschaft heute das überhaupt nicht so gesehen wird. Da wird geschieden und geheiratet, wie irgendein voriger Außenminister, den wir mal hatten, der Bundeskanzler sogar, der war mal viermal verheiratet und wieder geschieden und wieder verheiratet. Und auch mittlerweile auch in der Gemeinde, dass immer mehr üblich wird, auf diese biblischen Hintergründe nicht mehr zu achten, sondern einfach alles zuzulassen, ist nicht gut, ist nicht richtig. Ja. Konsequenzen. Was ist, wenn so etwas geschieht? Matthäus 18, Verse 15 bis 17. Sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch ein oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sag es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Das ist ein Prinzip, was wir haben, was wir nicht nur für die Frage von Scheidung und Ehewiederverheiratung gilt, sondern generell bei offenen Sünden in der Gemeinde, wo wir Stellung dazu nehmen müssen. Das erste ist, und zwar das gilt bei Uneinsichtigkeit und bei fortgesetztem Sündigen. Zum Beispiel bei wilder Ehe, wenn zwei zusammenleben, die nicht verheiratet sind. Das ist kein Ehebruch, weil die ja beide nicht verheiratet sind, aber es ist auch ein Leben, ein fortgesetztes Sündigen, ein Leben im Ehebruch, nicht im Ehebruch, sondern in der Unzucht. Ja. Wenn jemand im Ehebruch lebt, zum Beispiel wenn jemand verheiratet ist und mit einer anderen Person ständig sexuellen Kontakt hat, das ist ein Leben im Ehebruch. Ja. Oder eine biblisch unerlaubte Wiederverheiratung. Was soll man tun? Erstens ein Zweiergespräch, mit ihm darüber reden. Hört er auf dich? Hast du einen Bruder gewonnen, das ist gut. Und wenn man so ein Gespräch führt, ich habe schon viele solcher Gespräche geführt, ist immer wichtig, dass man erstmal zeigt, es geht nicht darum, einfach andere zu verurteilen, sondern dass der andere eine Lösung für seine Situation findet, die nach Gottes Willen ist. Und das heißt, dass er gerettet wird. Denn wir haben eben gelesen, diese vier sexuellen Sünden, wenn die fortgesetzt da sind, dann wird der Mensch verloren gehen, sagt die Bibel. Das sagen nicht wir, das sagen nicht die Gemeinde, das sagt die Bibel. Und deswegen geht es darum, den anderen zu gewinnen, einen Weg zu finden, der nach der Bibel ist. Das ist ganz wichtig. Dass es um das Wohl des anderen geht. Natürlich auch um die Gemeinde, müssen als Gemeinde bei offener Sünde müssen wir Stellung nehmen dazu. Bei offener Sünde, die man nicht bereinigt, kann der Heilige Geist nicht wirken in der Gemeinde. Wird er blockiert. Dass man ein Zweiergespräch führt. Wenn er das nicht einsieht, dass man jemanden dazu nimmt, ein Dreier- oder Vierergespräch, und wenn er es immer noch nicht macht, vor die Gemeinde bringen. Und wenn man es vor die Gemeinde bringt, übrigens, das gilt für diese drei Bereiche natürlich, wilde Ehe, Leben, es gilt aber auch für andere Dinge. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, wir hatten mal jemanden in einer Gemeinde, in einem früheren Bezirk, das war ein Hochstapler. Der hat ständig Lügen verbreitet über sich selbst und über alles Mögliche und hat so ein hat irgendwo mit Leuten gespielt und es war furchtbar, ja, und der war dann sogar polizeilich gesucht, ja, und den haben wir ausschließen müssen, auch wegen fortgesetzten und nicht einsichtigen Sünden, öffentlichen Sünden, die er da gemacht hat. Also es gilt nicht nur für sexuelle Verfehlungen, es gilt auch für andere Bereiche. Aber in denen wird es eben am meisten sichtbar und am häufigsten sichtbar und deutlich. Ja. Wenn es für die Gemeinde kommt, was macht man denn? Man setzt eine Frist mit korrigierender Seelsorge. Es ist klar, wenn man in einem Zustand ist, dann kann man nicht sagen, ab morgen ist alles anders. Man braucht eine gewisse Frist. Und wenn man ein halbes Jahr setzt oder ein Jahr setzt, ja, entscheidend ist auch nicht, dass nach einem Jahr immer alles gut sein muss, sondern wenn man sieht, dass der andere in dieser Zeit, in dieser Frist, Schritte unternimmt, um seine Sache zu bereinigen, ist es gut.
Ja? Aber es müssen Schritte sichtbar sein, dass das andere gewillt ist, das so zu regeln, wie Gott es möchte. Zum Beispiel, wenn zwei zusammenleben, die nicht verheiratet sind, dass sie entweder sagen, wir trennen uns, jeder hat seine eigene, oder wir heiraten. Die zwei Möglichkeiten gibt es, mehr gibt es nicht. Ja? Aber dass man irgendwo sieht, man unternimmt Schritte in diese Richtung, um das natürlich, wenn man heiraten will, dann müssen beide ja zustimmen. Und von daher, aber dass man Schritte in diese Richtung unternimmt. Aber erstmal eine Frist setzt, ja, um Einsicht und Verhaltensänderung herbeizuführen. Ja? Und Gott lässt uns auch immer Zeit, Dinge zu verändern. Deswegen muss man auch hier Zeit lassen. Aber natürlich, wenn der andere das nicht einsieht und auch das nicht ändern will und auch nach dem einen Jahr das nicht ändern will, dann gibt es ein Problem. Ja. Deswegen bei biblisch unerlaubter Wiederverheiratung ist sofortiger Ausschluss. Sagt das Gemeindehandbuch auch. Ja. Aber ich habe einen Fall gehabt, in einem meiner vorigen Bezirke. Da war ein Bruder und eine Schwester, die beide verheiratet waren, aber mit jemand anders. Die haben eine Affäre zusammen gehabt, haben sich von ihren Ehepartnern scheiden lassen und haben geheiratet. Sind beide ausgeschlossen worden. Und jetzt, 30 Jahre später, kam ich in den Bezirk und auf einmal kamen sie zum Gottesdienst und haben gesagt, wir möchten wieder aufgenommen werden. Und dann habe ich sie besucht. Was machst du jetzt? Ich habe mit ihnen darüber gesprochen und ich habe ihnen gesagt, ein Punkt, der notwendig ist, dass ihr wieder aufgenommen werdet, ist erstens, dass ihr die Sache bereut. Woran kann ich sehen, ob die Reue echt ist? Vielleicht sagen sie es nur so. Und sie haben gesagt, ja, und sie haben sie erzählt von ihrer Geschichte und sie haben gesagt, ja, wir haben es damals gemacht, aber wir haben es bitter bereut. Wenn wir jetzt in der Situation wären, wir würden das nicht noch einmal tun. Ja, wir haben so viel, sowohl auf dieser Erde als auch sonst, unserem Gewissen und auch hier so viel negative Konsequenzen davon erlebt. Ja, das war schlimm. Ja. Das Zweite, habe ich Ihnen gesagt, wenn ihr wieder aufgenommen werden wollt, ist es notwendig, dass ihr mit euren Ex-Ehepartnern sprecht. Und dann haben sie gesagt, das haben wir getan. Das heißt, sie haben mit ihnen gesprochen, sie haben um Vergebung gebeten. Und ich habe auch gesagt, ihr könnt nur wieder aufgenommen werden, wenn die auch zustimmen. Und die waren noch beide in der Gemeinde, die Ex-Ehepartner waren noch beide in der Gemeinde. Und ich habe mit den beiden Ex-Ehepartnern gesprochen, habe gefragt, stimmt das? Haben sie mit euch gesprochen? Die haben gesagt, ja, sie haben mit uns gesprochen. Jeder mit seinem Ex-Ehepartner. Und dann habe ich gesagt, und wie steht ihr dazu? Und die haben gesagt, ja, wir haben ihnen vergeben. Es ist bereinigt und wir hätten nichts dagegen, wenn sie wieder aufgenommen werden. Ja. Und dann haben wir sie wieder aufgenommen in die Gemeinde. Und es war für sie ein wirklicher Neuanfang. Es hat ihnen gut getan. Sie haben sich gefreut, auch wieder ja, zu wissen, irgendwo, es ist bereinigt, es ist vergeben, es ist. Ja. Deswegen, wenn man solche Sachen macht, heißt das nicht, dass es ein für alle Mal das ewige Leben verloren. Es ist ein Neuanfang möglich. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich heirate wieder und ich plane schon, dass ich im halben Jahr später dann sage, es tut mir leid und dann komme ich wieder in die Gemeinde, das funktioniert nicht. Ich kann nicht meine Reue planen. Ich kann nicht planen, dass ich in einem Jahr das bereue, was ich jetzt mache. Das geht nicht. Aber wenn man hinterher sieht, es ist wirklich Reue da und es ist ein Neuanfang möglich, dann muss auch jederzeit ein Mensch auch wieder neu anfangen können und dürfen. Ja. Die Gemeindeordnung sagt, wenn ein Gemeindeglied, das geschieden wurde, obwohl keine in der Bibel dafür genannten Gründe vorlagen, wieder heiratet, sollte es ausgeschlossen werden. Auch sein neuer Ehepartner sollte ausgeschlossen werden, falls er Gemeindeglied ist. Das Problem ist, das wird in der Gemeinde heute nicht gemacht. Ja. In vielen Bereichen nicht gemacht. Zum Schluss, um das Ganze zu verhindern, wir wollen ja nicht nur über das Negative reden, sollten wir an unserer Ehe bauen. Eine Ehe ist eine lebenslange Baustelle.
Und wie kann ich daran bauen? 1. Korinther 13 lesen. 1. Korinther 13, wir wollen nicht das ganze Kapitel lesen, ich lese mal nur so ein paar Verse. Und wenn wir das, was hier steht, umsetzen, dann ist es gut. Und zwar, wir sollten das Kapitel 3-mal lesen, wenn wir es lesen. Zunächst einmal so, wie es da steht. Wenn wir das 2. Mal lesen, sollten wir überall, wo Liebe steht, Jesus einsetzen. Zum Beispiel ab Vers 4, Jesus ist langmütig und freundlich, Jesus eifert nicht, Jesus treibt nicht Mutwillen, Jesus bläht sich nicht auf und so weiter. Und das 3. Mal, wenn wir das lesen, unseren eigenen Namen einsetzen. Da steht da auf einmal, Olaf ist langmütig und freundlich, Olaf eifert nicht, Olaf treibt nicht Mutwillen und so weiter. Auf einmal ist das eine ganz neue Bedeutung. Und wenn wir das leben, was da steht, dann werden wir unsere Ehe bauen. Ich lese nochmal nur Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und hier steht alles. Ein paar Dinge. Vertiefe deine persönliche Beziehung zu Gott. Je mehr jeder Ehepartner Jesus näher kommt, desto näher kommt man sich gegenseitig. Pflegt eure gemeinsamen Andachten. Nimm deinen Partner mit seinen Fehlern an. Auch wenn du dich über die Fehler des Partners nervst. Aber du hast auch Fehler. Nimm deinen Partner mit seinen Fehlern an. Vergiss dein Idealbild. Es gibt keinen Idealpartner. Und wenn du einen gefunden hättest, dann wird er dich nicht heiraten, weil du nicht Idealpartner bist. Nehmt euch regelmäßig Zeit zum Gespräch. Ihr wisst schon wie, ne? Eine Stunde begrenzen. Rede nicht mit anderen über die Fehler deines Partners. Auch nicht mit der besten Freundin. Sage, entschuldige bitte. Das kann manchmal Wunder wirken. Wenn ich so in der Ehe Seelsorge bin und dann habe ich erstmal Einzelgespräche mit beiden und dann erzählen sie mir die ganzen Probleme und jeder erzählt das Gleiche, nur aus seiner Perspektive. Und dann frage ich, wie viel Schuld an der Situation hast du und wie viel hat der Ehepartner? Und dann sagen sie, oh, der andere hat doch, und dann fangen sie wieder an, was der andere alles gemacht hat. Dann sage ich, dann, die werden nie sagen, wie viel. Dann schlage ich etwas vor. Dann schlage ich vor, könnte es sein, dass vielleicht der andere 98% Schuld hat und du hast 2% Schuld? Ja, ungefähr so vielleicht. Und dann kommt die entscheidende Frage. Hast du dich für deine 2% schon entschuldigt? Aber der andere hat doch viel mehr. Das sage ich, spielt keine Rolle. Die Schuld des anderen muss er vor Gott ausmachen. Deine 2% sind deine Verantwortung. Und ich habe erlebt, wenn beide sich für 2% entschuldigen, gibt es zusammen 100%. Das funktioniert. 2% plus 2% sind 100%. Das ist die himmlische Mathematik. Es funktioniert. Entschuldige bitte. Sei vergebungsbereit. Nicht nur selbst entschuldigen, auch wenn der andere an dir schuldig geworden ist. Sei bereit zu vergeben.
Sage deinem Ehepartner jeden Tag, dass du ihn liebst und was du an ihm magst. Und nicht jeden Tag das Gleiche. Du musst ein bisschen kreativ sein. Was du an ihm magst. Gib öfters nach. Sei geduldig und nachsichtig. Denke nicht, du musst mich glücklich machen, sondern wie kann ich dich glücklich machen? Das tut dir selbst gut, deinem Ehepartner gut und der Beziehung. Gib deinem Ehepartner kleine Geschenke. Das ist ein bisschen großes Geschenk hier, aber es reichen noch kleinere. Manchmal auch nur ein Zettelchen. Lobe täglich. Andere loben fällt uns manchmal schwer. Das ist wichtig. Sei mitfühlend. Gilt auch für Männer. Nimm dir Zeit. Ich habe mal eine Statistik gelesen, da stand drin, dass in Deutschland die Ehepartner pro Tag 3 Minuten Zeit füreinander haben zum Gespräch. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Ehen den Bach runtergehen. Zeit. Und Zeit nicht nur für Gespräche, auch für gemeinsame Unternehmungen. Einfach gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsame Urlaube und natürlich auch Gespräche. Ja, soweit über Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung. Deswegen möge Gott geben, dass wir gar nicht erst so weit kommen, dass zur Scheidung kommt. Dass Gott unsere Ehe segnet und dass Gott auch Gefühle heilt und auch wieder zusammenführt. Und wenn es tatsächlich soweit ist, dass es auch mal Scheidung gibt, dass Gott uns dann die Weisheit und die Kraft gibt, so zu handeln, wie sein Wort es uns zeigt. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das Geschenk der Ehe, dass du uns Menschen so geschaffen hast, dass die Ehe schon aus dem Paradies kommt und dass du auch uns segnen möchtest durch die Ehe. Und du weißt auch, dass manchmal auch die Ehen unter Beschuss stehen, dass Satan versucht, auch Ehen anzugreifen. Wir bitten dich, dass du helfen möchtest, dass unsere Ehen in der Gemeinde gestärkt werden, stabilisiert werden. Wir bitten dich, dass du Liebe zueinander ins Herz schenkst, jedem Ehepartner. Ich bitte dich aber auch, dass dort, wo Scheidung und wo Verletzungen sind und Trennungen, dass du auch dort heilen möchtest und helfen möchtest. Dass wir auch in dem Fall auch so vorgehen können, wie du es möchtest und wie in deinem Wort das gesagt hast. Und dass doch niemand deswegen verloren gehen möchte. Schenk du deinen Segen, deine Hilfe und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Wir setzen uns.